Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es eine wunderbare heiße Senfsuppe mit Flusskrebsfleisch. Die wärmt so richtig schön durch, wenn es draußen richtig oll und kalt ist. Dafür benötige ich natürlich Senf. Ich habe hier drei Sorten. Zum einen einen mittelscharfen Senf, einen grobkörnigen Senf und einen süßen Senf. Dann noch einen Liter Gemüsebrühe. Das ist eine gekörnte Brühe, eine Biobrühe. Heißt also ohne Konservierungsstoffe und eben ohne Hefe. Dann 25 Gramm Mehl, 25 Gramm Butter, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, das habe ich mir jeweils schon ganz fein gehackt. Dann habe ich hier einen Becher Creme Fraiche, hier sind dann die Flusskrebsschwänzchen. Dann habe ich noch eine geraspelte Möhre und noch ein wenig Dill. Als erstes gebe ich dann mal die Butter in den Topf. Die lasse ich jetzt erstmal schön weich werden. Dann gebe ich in die heiße Butter die Zwiebel. Und auch gleich den Knoblauch. Ja, das jetzt ein bisschen anschwitzen, dass er so ein bisschen glasig wird. Und wenn die Zwiebelchen und der Knoblauch so ein bisschen angeschwitzt ist, so ein bisschen glasig ist, dann gebe ich auch schon das Mehl dazu. Das rührt jetzt gut ein. Sollte jetzt also auch keine Farbe annehmen, das heißt also das Ganze ruhig auf kleiner Flamme machen. Und dann kann auch die Brühe schon dazu. Das mache ich immer so ein bisschen portionsweise, das Ganze wieder gut durchrühren. Das Ganze kann dann etwa so 10 Minuten heiß werden und die geraspelte Möhre dazu geben. Und alles einmal gut untermischen. Und dann nochmal so ungefähr 5 Minütchen leicht kochen lassen. Das geraspelte Möhrchen hatte jetzt also Zeit, ein bisschen gar zu werden, ein bisschen weich zu werden. Das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um den Senf dazu zu geben. Ich gebe jetzt 4 Teelöffel vom mittelscharfen Senf dazu. Ich nehme hier mal ganz gerne den Bautzner Senf. Dann gebe ich 2 Teelöffel groben Senf dazu und 2 Teelöffel vom süßen Senf. Das Ganze dann jetzt auch noch mal schön durchrühren. Und dann kann auch die Creme Fraiche damit bei. Und das Ganze dann nochmal schön durchrühren. Das lasse ich jetzt nochmal so 5 Minütchen ziehen. In der Zwischenzeit werde ich mir jetzt den Dill fein hacken und dann auch das Flusskrebsfleisch vorbereiten. Die Flusskrebsschwänzchen mache ich mir jetzt hier nochmal ein bisschen Butter heiß. Und dann gebe ich die Krebsschwänzchen damit rein. Und schwenke die dann so ein bisschen durch. Ja, die brauchen nicht so sehr lange. Wenn dann die Flusskrebse fertig sind, also einmal kurz heiß gemacht sind, dann stelle ich nochmal die Suppe nach vorne und schmecke das nochmal ein bisschen ab. Gebe noch etwas Pfeffer dazu und ein wenig Zucker. Und wenn man mag, kann man jetzt auch noch einen kleinen Spritzer Zitrone damit beigeben. Dann gebe ich hier noch den Dill mit rein und rühre das Ganze nochmal schön durch. Ja, und dann kann eigentlich auch schon angerichtet werden. Den Teller habe ich mir schon so ein bisschen vorbereitet. Ich habe mir da noch 3 Grissini-Stangen dazu gelegt. Das passt immer ganz prima. Jetzt gebe ich die Suppe hier rein. Ich hatte auch noch einen kleinen Spritzer von der Zitrone jetzt dazu gegeben. Aber das ist Geschmackssache, das muss man einfach mal probieren, wie es einem denn so ohne Zitrone schon schmeckt. So. Dann gebe ich hier mein Flusskrebsfleisch dazu. Naja, das versinkt hier natürlich alles. Und zum Schluss noch ein kleines bisschen
Dilda mit bei. So werde ich das jetzt servieren. Ich wünsche viel Spaß beim eventuellen Nachkochen und wie immer einen guten Appetit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!